Zuletzt hatten wir uns im Abschnitt zur Architektur einer Suchmaschine damit beschäftigt, was man quasi in dem Offline-Schritt, wo man den Index aufbaut als Suchmaschine so macht. Läuft natürlich auch immer so ein bisschen parallel zu der eigentlichen Online-Suchmaschine, aber das ist eben der Schritt, mit dem der Nutzer gar nichts zu tun hat, beziehungsweise der Teil der Suchmaschine, mit dem der Nutzer nicht so direkt was zu tun hat. Und jetzt im zweiten Abschnitt zur Architektur werden wir uns ein bisschen damit befassen, grob überblicksmäßig, was eigentlich auf Nutzerseite so alles mit der Suchmaschine zu tun hat, also welche Komponenten da gebaut werden müssen, beziehungsweise auch welche Komponenten der Nutzer direkt mit im Zugriff hat. Das war ja so der Stand, den wir uns zuletzt erarbeitet hatten. Also in diesem Indizierungsprozess wird quasi Text oder eben die Daten, die die Suchmaschine vorhalten soll, akquiriert und dabei wird es konvertiert. Wir hatten uns immer so ein bisschen auf Text erstmal fokussiert, weil das im Prinzip das ist, was wir hier in der Vorlesung machen werden, textbasierte Suchmaschinen. Die Dokumente wurden alle in so einen Document Store gespeichert, auch in konvertierter und in Originalfassung. Dann gab es eine Textanalyse, die eben bestimmt, welche Indexterme in den Index wandern sollen und im Prinzip eine Repräsentation der Dokumente über Indexterme und andere Features durchgeführt hat. Und diese Repräsentation, die soll jetzt möglichst gut in den Index abgelegt werden, also beispielsweise sowas wie Gewichte für die Terme. Und das soll dann später, jetzt nämlich in dem eigentlichen Retrieval-Prozess, beim Retrieval helfen. Was wir so angelegt hatten im Indizierungsprozess, sind im Prinzip drei Strukturen, die irgendwie Daten vorhalten. Einmal der Document Store, eben mit allem, was gecrawlt wurde und eben auch in konvertierten Varianten. Der Index, der gegebenenfalls einmal aus dem Document Store gebaut wird oder eben dynamisch immer wieder geupdatet wird. Und neben dem Index ein bisschen Statistiken, sowas wie Dokumentlängenverteilung und alle anderen Sachen, die jetzt nicht direkt die Indexterme betreffen, aber auch wichtig für das eigentliche Retrieval dann sind. Und jetzt wollen wir uns eben in diesem nächsten Teil damit beschäftigen, was passiert, wenn jetzt hier so ein Nutzender kommt, irgendein Mensch, der hat irgendeine Anfrage und möchte jetzt mit der Suchmaschine so interagieren, dass er am Ende sein Informationsbedürfnis erfüllt. Dazu brauchen wir als erstes irgendwie ein Nutzerinterface, über das man eine Anfrage stellen kann. Typisch, hier mal so dargestellt, ist ja immer noch aktuell, dass man in so eine Box ein bisschen telegrammartig eine Anfrage reintippt. Man kann natürlich heutzutage auch schon mit diesen Suchmaschinen sprechen, aber am Ende wird die Anfrage meistens auch noch so interpretiert, dass sie einfach in so eine Box getippt worden wäre. Was passiert dann, wenn quasi sowas in so einer Box ankommt? Naja, es gibt so eine zweite Box, quasi eigentlich eine Blackbox. Jetzt ist sie hier so ein bisschen als Graybox dargestellt. Es gibt so eine Retrieval-Komponente, die macht jetzt irgendwas. Wir schauen uns aber erstmal nur das Nutzerinterface jetzt in dem ersten Schritt an. Diese Retrieval-Komponente wird dann irgendwie dazu führen, dass ich Ergebnisse anzeige für die Nutzeranfrage. Und diese Ergebnisanzeige ist eben Teil des Nutzerinterfaces auch. Ein Nutzerinterface einer Suchmaschine soll im Prinzip die Interaktion mit dem System ermöglichen, und zwar eben als Schnittstelle, die auch von einem Menschen bedienbar ist. Dafür gibt es unterschiedliche Arten, wie man das designen kann. Gucken wir mal so ein bisschen auf das eigentliche Szenario an, was man so als Suchmaschinenanbieter im Hinterkopf hat. Ist das jetzt generelle Websuche? Ist das irgendwie Suche in einem E-Commerce-Shop oder irgend sowas, wie eine E-Mail-Suche oder so? Entsprechend sind die Nutzerinterfaces ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip gibt es bei all diesen verschiedenen Typen von Suchmaschinen zwei Arten von Nutzerinterfaces. Im Prinzip eins, was basic ist, wo ich einfach eine Anfrage submitten kann und Ergebnisse zurückbekomme in einer bestimmten Art der Präsentation, und vielleicht noch fortgeschrittenere Varianten, die eben erlauben, die Anfrage auch automatisch noch zu verbessern, die Ergebnisse noch besser zu explorieren, als einfach so eine Liste von Links beispielsweise zu bekommen, und die auch beispielsweise sowas wie Session Support anbieten, also sowas wie ich lerne daraus, was der Nutzer so die letzte Zeit gemacht hat oder vielleicht auch, was er so die letzten 10 Jahre gemacht hat, um ihn besser zu verstehen. Die Komponenten, die man in so einem Nutzerinterface dann, egal ob Advanced oder Basic, die man da braucht, ist im Prinzip eine Anfragesprache. Also wie kann man überhaupt in diese Suchbox oder wenn man damit spricht, wie kann man mit so einer Suchmaschine überhaupt sprechen? Was für eine Anfragentypen sind erlaubt? Und eine zweite wichtige Komponente eben, wie werden die Ergebnisse präsentiert, angezeigt? Zum Interface selbst gehört nicht die Frage,
wie die Ergebnisse eigentlich gewonnen werden. Da kommen wir dann später noch dazu. Das ist ein anderer Teil des Retrieval-Prozesses. Die Anfragesprache ist im Prinzip so ähnlich wie bei allen Sprachen versehen mit einer Syntax, also erlaubte Terme und einer Semantik, die bei bestimmten Termen eben sagen, was man damit erreichen könnte. Und die Syntax beschreibt eben, was sind gültige Queries, also auf die die Suchmaschine auch reagieren könnte. Und die Semantik erklärt bestimmte reservierte Wörter, die gegebenenfalls in der Anfragesprache benutzt werden können und sagt, was man dann für eine Bedeutung erwarten kann, wie man erwarten kann, dass die Suchmaschine das interpretiert. Es kann also auch Kommandos geben, diese in so einer Anfragesprache, die dann eben sagen, der Suchmaschine sagen, hier Suchmaschine, den Term interpretier bitte so. Man würde dazu Query-Operatoren sagen, allgemein. Die Typen, die üblicherweise in so einer Anfragesprache möglich sind, für Suchmaschinen, die wir jetzt diskutieren, also sowas wie Websuchmaschinen, sind so schlüsselwortbasierte Anfragen. Gibt mal so ein paar Terme ein. Man kann Anfragen stellen in Form einer Frage, beispielsweise wenn man mit so einem Gerät heutzutage spricht, ist es ja eher üblich, in natürlicher Sprache zu interagieren. Oder man kann auch sowas machen wie Query by Example, indem ich eben sage, ah, hier ist ein Dokument, gib mir mal ähnliche oder ganz typisch vielleicht im Bereich der Bildersuche, wo man einfach sagt, hier ist ein Bild, ich hätte gern ähnliche. Strukturierte Anfragen sind natürlich auch bei Retrieval-Systemen möglich, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt so der Fokus, den man im Bereich der Websuche drauflegen würde, aber man kann natürlich auch stark verschachteln mit booleschen Operatoren beispielsweise und oder und nicht. Gibt es in den meisten Websuchmaschinen auch und da kann man natürlich auch versuchen, Klammerausdrücke zu bilden. Die Frage ist dann immer, wie die interpretiert werden, also ob so eine Suchmaschine eine richtige Logik dahinter dann erkennen kann oder halt nicht. Und im Prinzip würden die zu strukturierten Anfragen führen, die aber jetzt noch nicht so was wie SQL oder sowas eigentlich meinen. Außer diesen boolschen Operatoren, was kennen Sie denn noch? Oder vielleicht kennen Sie jetzt auch die boolschen Operatoren zum ersten Mal, aber man kann eigentlich den meisten Suchmaschinen sagen, suche nach dem Term hier, aber bitte nicht in dieser Bedeutung, also schließe irgendein anderes Wort in den Suchergebnissen aus, indem man diesen Nicht-Operator oder oft auch einfach als Minus in der Anfragesyntax benutzt. Was kennen Sie noch für Operatoren? Vielleicht halten Sie mal kurz an und denken mal kurz drüber nach, was Sie vielleicht schon mal so benutzt haben oder zumindest was Sie wissen, was es so gibt. Und dann sammeln wir das mal so ein bisschen auf. Ein paar Sachen habe ich hier schon. Also es gibt sowas wie Phrasen, ne, indem man einfach Quotes setzt, Double Quotes. Dann sagt man der Suchmaschine eigentlich, bitte suche diesen Text in dieser Reihenfolge in den Suchergebnissen. Bitte matche den in den Suchergebnissen. Früher war es so, dass sich beispielsweise Google da sehr stark dran gehalten hat. Also wenn man eine Phrase angegeben hat, dann wurden eigentlich auch nur Ergebnisse gezeigt, in denen diese Phrase vorkommt. Heutzutage ist es schon auch oft so, dass die Suchmaschine dann sagt, naja, ich verstehe eigentlich deine Anfrage trotzdem besser, Nutzer. Ich suche gar nicht nach dieser Phrase, sondern ich zeige dir auch Ergebnisse an, wo die gar nicht drinstehen. Es ist mittlerweile recht schwierig geworden, einer Suchmaschine zu sagen, bitte suche genau so, wie ich das hier habe. Also beispielsweise gab es früher auch noch einen Operator, der hieß, glaube ich, Verbatim oder so. Den gibt es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr bei Google. Da konnte man auch nach ganz speziellen Tippfehlern suchen und sagen, bitte such wirklich nach diesem Tippfehler und nicht nach einer korrigierten Variante. Es gibt sowas wie Felder, also bei den Dokumenten, die man angeben kann, indem man zum Beispiel sagt, schau mal, dass es im Titel matcht, im Body, also im Text oder in der URL beispielsweise. Es gibt sowas wie Wildcards, wo man sagt, naja, hier, weiß nicht, was an der Stelle für ein Wort kommen soll. Oder sowas wie, naja, so um die 100 oder sowas. Und dann gibt es natürlich noch ganz wichtig sowas wie Site Search, also beispielsweise zu sagen, such bitte in der Domäne example.com oder auch sowas wie File Types, wo man sagt, ich suche nur PDFs oder solche Geschichten. Die einfachste Form, die eigentlich jeder beherrscht, ist im Prinzip diese schlüsselwortbasierte Suche. Da ist man mittlerweile daran gewöhnt, dass die Websuchmaschinen sowas anbieten. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist eher, naja, nicht so gebräuchlich. Es gab mal eine Studie, ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich denke nicht, dass sich das stark geändert hat. Da wurde festgestellt 2007, dass nur ungefähr 1% aller Suchanfragen, Websuchanfragen, tatsächlich irgendeinen Operator enthalten. Und da zählt auch schon sowas wie und, oder und nicht dazu. Also im Prinzip können die Websuchmaschinen gar nicht erwarten, dass der Otto Normalnutzende tatsächlich
die ganzen Operatoren irgendwie drauf hat. Und ja, man muss als Suchmaschine also immer davon ausgehen, dass der Anfragende gar nicht genau weiß, was er noch hätte an Operatoren benutzen können. In domänenspezifischeren Suchmaschinen, also jetzt nicht sowas wie Websuche, sondern vielleicht eine E-Commerce-Suche oder auch sowas wie eine E-Mail-Suche oder so, gibt es natürlich üblicherweise noch eine ganze Menge mehr Operatoren. Kriegt man oft aber auch erst angezeigt, wenn man auf sowas wie Advanced Search oder sowas klickt, wo man dann noch viel feingranularer das eigentliche Verhalten der Retrieval-Komponente beeinflussen kann, indem man eben sagt, ne, der Term hier, der soll aber wirklich nicht viel weiter als 8 Wörter von diesem beispielsweise entfernt sein. So ist es schwierig in einer generellen Websuchmaschine wie Google, Bing, DuckDuckGo oder sowas anzustellen, aber bei spezialisierteren Suchmaschinen oder auch in der ein oder anderen wissenschaftlichen Suchmaschine, also die jetzt quasi verschiedene Retrieval-Modelle einfach mal so anbietet zum Austesten oder so, oder solche Softwarebibliotheken, da kann man solche Operatoren dann finden und damit sehr, sehr komplexe Anfragen bauen. Der zweite Teil des User Interfaces ist im Prinzip eine Komponente, die die Ergebnisse anzeigt. Und üblicherweise werden die Ergebnisse auf sogenannten SERPs angezeigt. SERP ist eine Abkürzung für Search Engine Results Page. Also, wenn man irgendwo SERP liest, meint man immer die Ergebnisseite. Und auf so einer Ergebnisseite üblicherweise ist man daran gewöhnt, dass bei Websuchmaschinen tatsächlich die Ergebnisse sortiert vorkommen. Also, dass die Suchmaschine eben auf Rang 1 das anzeigt, wo sie von überzeugt ist, dass das der beste Treffer wäre. Um so eine Ergebnisseite anzuzeigen, braucht man natürlich noch so ein paar Zusatzprozesse. Und ja, da sind halt verschiedene Komponenten beteiligt oder verschiedene Systeme, die eben bestimmte Teile dieser Suchergebnisseite dann herstellen. Beispielsweise ganz wichtig, neben dem eigentlichen Anzeigen des Dokumenttitels, also des Dokuments, was da auf irgendeinem Rang platziert wird, da wird ja mal üblicherweise, wenn man das so ein bisschen sich anschaut, der Titel so ein bisschen groß hervorgehoben, die URL wird angegeben und das, was drunter steht hier in dem Beispiel, das ist das Snippet. Das soll dem Nutzenden helfen, der die Anfrage oder die Anfrage gestellt hat, zu erkennen, ob das hier vielleicht ein relevanter Treffer ist. Und Snippets sind also üblicherweise so kleine Fragmente aus dem Ergebnis, was da angezeigt wird. Und zwar Fragmente, in denen idealerweise die Anfragetherme alle vorkommen und nicht zu weit auseinanderstehen, sodass man einen kleinen Textausschnitt eben angezeigt bekommt, der hilft zu entscheiden, ob das jetzt das ist, was man eigentlich sucht. Dazu wird in dem Document Store die Original-Webseite, die gecrawlt wurde, oder eben vielleicht auch die konvertierte Variante, damit es halt keine Artefakte beim Anzeigen gibt, schnell genommen und es wird mit einem algorithmischen Verfahren, da gibt es verschiedene Varianten, können wir uns später in der Vorlesung vielleicht ein paar anschauen, mit einem algorithmischen Verfahren ein Stück Textfragment bestimmt, was jetzt nicht zu lang ist. Also Snippets sind meistens nicht wirklich richtig lang. Ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, dass die einen kompletten Satz beispielsweise anzeigen, sondern man kann auch mit so Auslassungen rechnen, dass eben der Satzanfang nicht genannt wird oder so. Aber es soll im Prinzip ein Textausschnitt bestimmt werden, der repräsentativ für dieses Ergebnis, Suchergebnis ist und eben dem Nutzenden zeigt, warum es angezeigt wurde, mehr oder weniger. Also indem halt gezeigt wird, hier, da stehen die Terme sehr dicht zusammen und außerdem kommt es auch im Titel vor oder so. Die Query-Terme werden dafür meistens gehighlightet, indem sie beispielsweise fett gesetzt werden, wie hier, oder indem die Variante, die eben vielleicht als Synonym gefunden wurde oder so, fett gesetzt wird. Außerdem ist auf so einer Suchergebnisseite natürlich immer noch Zeug, was quasi aus der universellen Suche kommt, indem eben gesagt wird, naja, ich zeige nicht nur diese eigentlichen Websuchtreffer an, diese sogenannten 10 Blue Links, sondern vielleicht manchmal eine direkte Antwort in so einer One-Box oder beispielsweise Videos oder Bilder oder so. Dazu gibt es eben einen anderen Prozess, der parallel zum eigentlichen Retrieval in den echten Suchergebnissen, also in den originären Webdokumenten läuft. Dann gibt es halt einen Prozess, der bestimmt, ah, ich hätte Bilder dafür, wo will ich die denn anzeigen? Will ich die vielleicht direkt vor dem ersten Treffer anzeigen oder erst nach dem dritten oder so? Also in diesem universellen Suchkonzept gibt es eben auch Verfahren, die dann bestimmen, von welcher anderen Teilsuchmaschine die Ergebnisse auf welchen Rängen platziert werden. Außerdem, das ist nicht unbedingt Teil der universellen Suche, aber eben auch ein anderer Retrieval-Prozess, wird noch versucht, Werbung einzublenden, die einigermaßen zur Anfrage passt.
Das ist auch ein Retrieval-Prozess. Und der Nachteil bei Werbung ist eben, also für die Suchmaschine, dass üblicherweise keine langen Dokumente sind, sondern einfach nur ganz kurze Beschreibungen. Da ist es eben ganz anders wahrscheinlich, wie man Relevanz bestimmen möchte, als wenn man jetzt für längere Webdokumenttexte versucht, die Relevanz zu bestimmen. Und als letztes, falls man vielleicht noch sowas wie Metadaten hat oder wenn man an sowas denkt wie so einen E-Commerce-Shop oder so, möchte man vielleicht noch die Dokumente, die man da als Ergebnisse anzeigt, in eine gewisse Kategorien-Schemata einpassen und sagen, hier, das zu der Anfrage Harry Potter hätte ich Bücher, Filme, Spiele oder sowas. Das kann man entweder über Metadaten machen oder eben indem man beispielsweise ein Clustering der Suchergebnisse durchführt. Auch das wäre Teil der Ergebnisrepräsentation oder der Ergebnispräsentation, also der Komponente, die zum User Interface gehört, die nach dem eigentlichen Retrieval natürlich dann erst angeschmissen wird, weil ich ja erst die Dokumente brauche, die ich anzeigen möchte. Also sowas wie Universal Search und Ad Retrieval quasi parallel zum eigentlichen Retrieval-Prozess, um dann eben die Suchergebnisseite aufzubauen und sowas wie Snippet Generation und Facettierung oder Kategorisierung meistens dann erst nachdem retrieved wurde. Also ein Snippet brauche ich ja nicht ausrechnen, wenn ich noch gar nicht weiß, welches Dokument ich da anzeigen möchte. Das heißt, wir wissen jetzt ungefähr, wie mit dem Nutzer interagiert werden würde, nämlich über ein Nutzerinterface. Keine große Überraschung. Aber im Moment agierte hier diese Retrieval-Box noch als eine Art Blackbox oder hier in dem Fall Graybox. Da kommen wir dann später noch dazu. Als erstes wollen wir uns dann vielleicht noch ein bisschen darüber unterhalten, wie so eine Anfrage zu verstehen ist. Ne? Egal, ob das jetzt Keyword-basiert oder eben vielleicht Voice-basiert ist oder so, es braucht eine Komponente, die versucht, die Anfrage zu analysieren, um eben festzustellen, beispielsweise wenn da jemand nur drei Wörter eingegeben hat, was er wahrscheinlich eigentlich meint, ist ja meistens nicht ausreichend, um ein Informationsbedürfnis wirklich genau zu beschreiben, wenn man da einfach nur drei Wörter angibt. Das heißt, man braucht irgendeine Komponente, die die Anfrage analysiert und dazu gehört im Prinzip ziemlich viel im Hintergrund noch und quasi ein finaler Schritt. Man braucht ein großes Log. Das ist im Prinzip das, was die guten Suchmaschinen von den nicht so guten trennt, dass man eben sehr viel Information darüber hat, was Nutzer schon früher so gemacht haben. Wenn man also Anfragen analysieren möchte, interpretieren möchte, ist es eigentlich immer eine gute Idee, sich alles vorher, was die Nutzer schon mal so gemacht haben oder andere in ähnlichen Situationen zu merken. Und dafür braucht man so ein Log. Das heißt, es ist auch wieder ein Teil dieser Storage-Ebene einer Suchmaschine. Also man hat den Indizierungsprozess oben, man hat den Retrieval-Prozess unten und im Prinzip in der Mitte so verschiedene Komponenten, die bestimmte Daten vorhalten. Und das Log ist eine der wichtigsten Komponenten, die man sich für die Interaktion mit dem Nutzer vorstellen kann, weil es eben hilft, Anfragen besser zu analysieren, zu interpretieren und vielleicht auch zu synthetisieren im Sinne von, die Anfrage des Nutzen ist vielleicht nicht so ausführlich gewesen. Wie kann ich sie denn in Anführungsstrichen besser machen? Automatisch. Im Prinzip ist Anfrageanalyse sowas Ähnliches wie die Textanalyse. Sie erinnern sich, das war quasi so der Schritt, nachdem ich die eigentlichen Dokumente akquiriert hatte im Indizierungsprozess, indem ich sie dann quasi zerlege. Und sowas Analoges gibt es natürlich auch für Anfragen. Und man sollte da im Hinterkopf behalten, dass auch wenn ich Anfragen zerlege, um eben zu fragen, welche Schlüsselwörter der Anfrage benutze ich denn, um im Index zuzugreifen, dass das im Prinzip eine Textanalyse-Pipeline ist, die analog zu dem zu der für Dokumente aufgebaut sein soll. Das macht beispielsweise keinen Sinn, einen anderen Tokenisierer zu benutzen, der also Anfragen in Token, in Terme zerlegt, als was man beim Indizieren benutzt hat, weil man sonst ein Problem hat, die Terme, die im Index sind, auf Terme in der Anfrage zu matchen. Also wenn ich jetzt plötzlich ganz anders tokenisiere, wenn ich Anfragen bekomme, als das, was ich gemacht habe, wenn ich Dokumente tokenisiert habe, das passt dann nicht zusammen, das greift nicht ineinander. Also im Prinzip muss der Tokenisierungsprozess für Anfragen quasi der gleiche sein, den ich auch für Dokumente benutzt habe. Man könnte dann auch überlegen, genauso wie beim Textanalyseprozess, was man mit Stoppwörtern macht. Wir hatten ja beim Textanalyseprozess im Prinzip gesagt, um flexibel zu sein, lasse ich die Stoppwörter erstmal alle im Index. Klar wird der Index dadurch ein bisschen größer, aber ich gewinne die Flexibilität, zur Anfragezeit zu entscheiden, was ich mit den Stoppwörtern mache. Also beispielsweise die Anfrage zu tokenisieren und dann zu fragen, okay, wie viele der Token, der Terme in der Anfrage sind denn Stoppwörter? Wenn es viele sind, könnten die wahrscheinlich wichtig sein. Wenn es relativ gesehen wenig sind, kann ich auch erstmal ohne die Stoppwörter versuchen,
diesen Retrieval-Prozess anzustoßen. Genauso beim Stemming und Lemmatisieren, da hat man zur Textanalysezeit gesagt, okay, sicherheitshalber, Flexibilität, versuchen wir erstmal die Terme in Originalform und in gestemmter oder lemmatisierter Form in den Index zu packen. Das vergrößert quasi den Index um Faktor 2, wenn man jetzt nur an Unigramme denkt, also ein Einzeltoken. Aber wir gewinnen dadurch Flexibilität zum Anfragezeitpunkt und können dann eben zur Anfragezeit feststellen, ob wir vielleicht für einen bestimmten Anfrageterm lieber nach dem gestemmten oder lemmatisierten Term suchen oder ob man die Originalvariante in der Anfrage behält. Also auch hier wieder der Rückgriff zur Textanalyse, dass man da eben gesagt hat, ja, ich mache Stemming, ich mache Lemmatisierung, eins von beiden wahrscheinlich, schmeiße aber trotzdem auch die Originalform in den Index und jetzt sollte man jetzt hier den gleichen Stemmer oder Lemmatisierer auf Anfragenebene benutzen und sagen, für diesen Anfrageterm suche ich nach der Originalform oder für diesen hier suche ich nach der gestemmten Form. Und auch noch was Drittes, beziehungsweise Viertes in dem Fall, was wir auch bei der Textanalyse schon gemacht haben, sowas wie das Erkennen von sogenannten Named Entities, ist eben auch in Anfragen wichtig, um beispielsweise die Anfrage besser interpretieren zu können, aber eben um beispielsweise auch für die Entitäten, die in der Anfrage stehen, diese Knowledge-Box, die oft neben den Suchergebnissen noch angezeigt wird, irgendwie zu besetzen, wenn man da eben erkennt, ah, okay, in der Anfrage, da steht Harry Potter drin, dann zeige ich halt mal in der Knowledge-Box einen Link auf, beziehungsweise so ein bisschen einen Textausschnitt zum Wikipedia-Artikel von Harry Potter oder sowas. Named Entities sind also im Prinzip Wörter oder Phrasen, die irgendwas in der, in Anführungsstrichen, realen Welt bezeichnen. Also da zählt natürlich dann auch sowas wie Harry Potter dazu, ist jetzt vielleicht nicht irgendein Ding in der realen Welt, außer dass man es eben vielleicht als Buch oder Film in der realen Welt kennt, aber sind halt auch Kunstfiguren, sozusagen künstliche, nicht existierende Figuren, die würde man auch als Named Entities noch bezeichnen. Und das Erkennen davon hilft eben zum einen, die gegebenenfalls Anfrage besser interpretieren zu können und zum anderen aber eben auch, um parallel noch in dieser One-Box-artigen Knowledge-Box, die eben so ein bisschen anzeigt, was für bekannte Objekte in der Anfrage vorkommen oder vielleicht welche verwandten Objekte zu der Anfrage so existieren, einfach direkt irgendwas anzeigen zu können. Zu dieser Textanalyseform auf Anfrageebene, also zur Query-Analysis, sagt man oft auch Query-Understanding, ist also so ein bisschen umfassender damit gemeint, dass man versucht so auszudrücken, die Suchmaschine versucht zu erraten oder zu verstehen, was der Nutzer da eigentlich wollte, wenn er da irgendwas angegeben hat. Also so eine Art Interpretation oder eben ein Verständnis der Anfrage herzustellen auf Suchmaschinenseite. Ganz wichtig, hatten wir gesagt, ist dazu, dass man das ganze Logging nicht vergisst, also dass man alles quasi protokolliert, was irgendwer mit der Suchmaschine mal gemacht hat. Und dazu gehören im Prinzip die Anfragen alle, also jede Suchmaschine würde alles protokollieren, was sie jemals als Anfrage bekommen hat. Interessanter Fakt so vielleicht am Rande, selbst eine Suchmaschine wie Google sagt immer noch ungefähr 15% der Anfragen, die sie jeden Tag bekommen. Ungefähr 15% der Anfragen sind welche, die haben sie vorher noch nie gesehen. Obwohl Google eben auch sowas wie 3-4 Milliarden Anfragen oder Interaktionen am Tag schon vor ein paar Jahren berichtet hat zu bekommen. Und 15% davon sind tatsächlich Sachen, die sie vorher noch nie gesehen haben. Es wird dann noch protokolliert, worauf die Leute dann klicken. Also wer auch immer sich eine Suchergebnisseite anschaut, wo klicken die drauf? Klicken die vielleicht gar nicht drauf? Das ist besonders schwierig dann zu interpretieren. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn die gar nichts anklicken? Bei sowas wie einer direkten Antwort in so einer One-Box wie etwa dem Wetterbericht oder so ist das wahrscheinlich gut, wenn die Leute nicht noch irgendwo hinklicken, dann war nämlich die direkte Antwort gut. Wenn ich aber gar keine One-Box angezeigt habe oder also solche direkten Antworten und der Nutzer klickt nirgendwo hin, dann ist es eben schwierig zu interpretieren. War das jetzt gut? Hat er sein Informationsbedürfnis erfüllt, weil es vielleicht schon in irgendeinem der Snippets stand? Oder war das schlecht? Habe ich ihm schlechte Suchergebnisse angezeigt und er hat halt nicht geklickt, weil alles Mist war? Das sind schwierige Interpretationsfragen, vor denen man dann steht, wenn man versucht, aus solchen Logs irgendwie tatsächlich Nutzen zu ziehen. Außerdem alles Mögliche, was eben an Seiteninteraktionen passiert, also beispielsweise auch, wie sich die Maus bewegt oder so, sowas könnte man mittracken. Oder eben, wenn die irgendwo hingeklickt haben, nach wie viel Sekunden oder Minuten kommen die wieder zurück. Mittlerweile ist es ja auch so, dass viele von diesen größeren Suchanbietern auch tatsächlich ein relativ großes Tracking-Netz
im ganzen Web gespannt haben, also auf sehr vielen Webseiten auch irgendwelche Werbung einblenden oder sowas und damit eben mitkriegen, wo jemand, nachdem er die Suchergebnisseite verlassen hat, eigentlich gelandet ist. Also Google zum Beispiel kriegt so 75, 80% von dem mit, was man so im Web macht, auch wenn man keinen Google-Account hat und nicht nur auf der Google-Ergebnisseite unterwegs ist, sondern überall wird Google oder fast überall wird Google Werbung einblenden durch sein großes Werbenetzwerk und bekommt damit eben sehr viel mehr mit als das, was nur auf der eigentlichen Suchergebnisseite passiert. Und dazu gehört eben auch so ein Tracking der Nutzer, dass man eben sich zum einen merkt, was hat ein konkreter Nutzer mit der Suchmaschine so gemacht, aber eben zusätzlich auch noch, wo habe ich ihn denn im Web sonst noch so beobachtet. Und diese Logs sind dadurch im Prinzip eine der allerwichtigsten Quellen an Informationen, die so eine Suchmaschine hat. Und das ist eben auch der Unterschied zwischen den einzelnen Suchmaschinen in der gefühlten Qualität vielleicht auch der Ergebnisse, die größere Logs haben, die eine größere Nutzerbasis haben, können natürlich pro Tag, pro Stunde, pro Minute viel mehr lernen, was die Nutzenden eigentlich als wichtig erachten, als die, die eine geringere Nutzerbasis haben. Und im eigentlichen Retrieval-Prozess werden natürlich die Logs dann auch benutzt werden, um beispielsweise die Anfragen zu verbessern oder eben um zu analysieren, wie die Nutzer mit beispielsweise der Suchergebnisseite interagiert haben. Eine interessante Anekdote oder wichtige Geschichte vielleicht sogar ist, dass beispielsweise auch das Blau, was Google anzeigt in den Ergebnislinks, dass das eine große Log-Analyse im Hintergrund hatte. Also irgendwann hatte man sich da mal entschieden. Ein Designer hat halt gesagt, oh hier, das ist das Blau und das ganze Designteam mochte das Blau. Und ja, dann hat der Produktmanager, also der jetzt nicht quasi der Designer ist, einfach mal gesagt, okay, ich probiere auch nochmal ein anderes Blau und hat rausgekriegt, dass da die Leute mehr klicken. Und im Prinzip das Klicken ist ja so mehr oder weniger eine wichtige Währung für Suchmaschinen. Also die Nutzer sollen eben viel interagieren mit der Suchmaschine, sodass dann eben am Ende rauskam, welche Blauform, also am Ende wurden sogar 41 verschiedene Blauvarianten getestet, welche denn jetzt eigentlich die ist, die gewählt werden soll, basierend auf Analysen, die auf solchen Logs stattgefunden haben. Also geschaut wurde, wo klicken die Menschen mehr. Und selbst sowas Kleines wird eben optimiert und wann immer man mit einer dieser großen Suchmaschinen interagiert, ist man quasi tatsächlich Proband in gleichzeitig mehr als 100 Experimenten oder so, wo man beispielsweise sowas testet wie welches Blau ist gut oder soll ich jetzt den Treffer zuerst oder den Treffer zuerst anzeigen? Sowas würde man A/B-Tests nennen. Also, dass man in verschiedenen Nutzerkategorien ein kleines bisschen andere Ergebnisse anzeigt oder irgendwas ein kleines bisschen anders macht, vielleicht ein Wort mehr in das Snippet schreibt oder so und dann eben beobachtet, was die Reaktionen sind. Also, solche Logs quasi unbezahlbar ist eine der wichtigsten und bestgehütetsten Komponenten von größeren Suchmaschinen. Wie kann man so Logs benutzen, um Anfragen quasi besser zu verstehen oder eben auch umzuschreiben? Na, im Prinzip Query Rewriting ist dieser ganze Prozess, wo man versucht, als Suchmaschine jetzt die Anfrage des Nutzers vielleicht noch automatisch zu verbessern, um eben relevantere Treffer anzeigen zu können. Und das passiert meistens direkt on the fly, während jemand die Anfrage eingibt schon. Oder spätestens nachdem er gesagt hat, okay, jetzt bitte suchen. Das, was natürlicherweise passieren muss, und das ist im Prinzip eine Art der Textanalyse, die eigentlich bei Dokumenten nicht passiert, aber auf Anfrageebene passiert, Spelling Correction. Also wenn sich jemand vertippt, wird es im Prinzip versucht, direkt zu korrigieren. Dazu gibt es sogenannte Sprachmodelle. Im Prinzip sind das Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die eben sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass das Wort hier vorkommt, wenn davor dieses oder jenes gestanden hat. Und natürlich auch so ein bisschen Dictionary-basiert noch. Ne? Also Wörter, die gar nicht in irgendeinem Wörterbuch vorkommen oder so, sind dann auch schon verdächtig. Und am Ende wird eben versucht festzustellen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass in dem Zusammenhang der Anfrage hier ein Wort eine Vertippung ist. Und wenn man das beobachtet auf Suchmaschinenseite, würde man diese verschiedenen Varianten der Sicherheit, die die Suchmaschine hat, dass das irgendwie vertippt wurde oder so, beispielsweise daran sehen, ob sie nur sowas sagt wie, meintest du das hier? Dann ist sie sich nicht so sicher, wie wenn sie sagt, ah, ich zeig mal Ergebnisse für diese Anfrage hier an. Das ist dann üblicherweise sowas wie, ich bin mir sicher, du hast dich vertippt, beispielsweise, und ich zeig dir jetzt hier diese Ergebnisse an. Wohingegen did you mean so ein bisschen die Unsicherheit noch ist. Es könnte sein, dass du dich vertippt hast, aber bin mir auch nicht ganz sicher.
Außerdem, neben dem Ersetzen von Termen durch Rechtschreibkorrektur gibt es noch so die sogenannte Query Suggestion in verschiedenen Varianten, wo man eben im Prinzip entweder kleine Hinweise geben würde, beispielsweise so Auto-Completions, während der Nutzer noch tippt, oder die Anzeige von verwandten Anfragen, so bei manchen Suchmaschinen unterhalb der ersten Suchergebnisseite. Also so andere Nutzer suchten sowas im Prinzip, wenn sie so ähnlich getippt haben, bis hin zu einem automatischen Ersetzen, wo die Suchmaschine eben dann einfach auch wieder sagt, okay, ich bin mir sicher, du hast nicht das gemeint, was du getippt hast, sondern ich suche einfach mal nach diesem oder jenem. Und manchmal wird es gar nicht transparent in dem Sinne gemacht, dass dem Nutzer gar nicht mitgeteilt wird, dass die Suchmaschine eigentlich was ganz anderes gesucht hat. Man sieht es dann manchmal, wenn man beispielsweise in den Snippets sieht, dass gar nicht die eigentlichen Anfragetherme gehighlightet sind, sondern beispielsweise Synonyme oder sowas. Das ist dann im Prinzip ja schon mehr oder weniger entweder eine Query Expansion, aber manchmal auch tatsächlich eine Ersetzung der Terme, weil die Suchmaschine gedacht hat, man wusste es einfach nicht besser. Was dazu benutzt wird, ist eben auch wieder das Anfragelog, in dem beispielsweise herausgefunden wird, was könnten ähnliche Anfragen sein, also Anfragen, die auf ähnliche Ergebnisse geklickt haben, um beispielsweise solche Vorschläge zu machen. Auch für die Spelling Correction war es ganz am Anfang ganz wichtig, dass die Query Logs existierten, weil als es noch keine Spelling Correction auf Suchmaschinenseite gab, die Nutzer dann oft eben gemerkt haben, dass es keine Treffer gibt und dann selber gesehen haben, dass sie sich vertippt haben und dann manchmal direkt ihren Fehler korrigiert haben und eben dann so direkt aufeinanderfolgende, sehr ähnliche Anfragen in einem Query-Log sehr gute Kandidaten für Rechtschreibkorrektur waren. Also ganz am Anfang waren auch dafür die Query-Logs sehr, sehr nützlich. Heutzutage eher sprachmodellbasiert und vielleicht wörterbuchbasiert dann. Kommen wir später in der Vorlesung sicherlich auch nochmal ein bisschen genauer dazu. Neben dem eigentlichen Ersetzen von Termen kann man natürlich auch eine Anfrage dadurch verändern, dass man noch Termen dazu nimmt. Man würde Query Expansion dazu sagen. Auch da sind Query Logs ganz nützlich, wenn man sagt, okay, die Anfrage hier finde ich oft noch mit dem oder dem Term zusammen im Query Log. Dann könnte es Sinn machen, auch einfach im Hintergrund automatisch schon noch die Ergebnisse, die diesen Term beinhalten, noch mit anzuzeigen. Ist vielleicht so, dass der Nutzer das eigentlich wollte. Aber es gibt auch noch Anfrage-Expansionsverfahren, die nicht logbasiert sind. Viele würde man zusammenfassen unter dem sogenannten Begriff Relevanz-Feedback. Kommen wir gleich nochmal so ein bisschen da genauer dazu und dann natürlich später in der Vorlesung nochmal im Detail. Neben dem Dazunehmen oder Ersetzen von Termen kann man natürlich auch manchmal Terme einfach weglassen, wenn man sagt, okay, als Suchmaschine, das hier ist ein Term, den finde ich überhaupt nicht. Wenn ich den weglasse, kann ich Treffer anzeigen. Kriegen die großen Suchmaschinen oft noch gar nicht so gut hin. Also manchmal, wenn man eine Anfrage eingibt, die keine Treffer liefert, schlagen die einfach nur vor, lass doch mal einen Term weg, aber sagen jetzt nicht welchen. Aber so Kandidaten für sowas wären beispielsweise, wenn man Nominalphrasen findet, einfach mal das Adjektiv oder so, also irgend so einen Modifizierer wegzulassen beispielsweise. Aber das findet man bei den großen Websuchmaschinen noch gar nicht so oft. Eher so in dem Sinne, dass sie gar nicht versuchen, jeden Anfrageterm genau zu matchen und damit implizit Terme weglassen, aber die Anfrage eigentlich gar nicht so umschreiben, sondern dann einfach sagen, naja gut, ich finde immerhin Treffer, die zwei von den drei Termen matchen. Ich lasse den dritten gar nicht weg, aber zeige einfach nur die an, die zwei von drei matchen. Und dann im Prinzip so eine Art implizites Weglassen von Termen. Je nachdem auch, was die eigentliche Retrieval-Funktionalität hat, erlaubt, dann eben die Frage, ist es eine konjunktive Interpretation der Anfrage, also quasi so ein klassisches And, jeder Term muss gematcht sein, oder ist es eher so ein Or? Das ist heutzutage recht üblich, dass man eben sagt, naja, ist schon gut, wenn ich alle matche, dann wird das Gewicht wahrscheinlich größer sein, was ein Suchergebnis quasi von der Retrieval, vom Retrieval-Modell, von der Retrieval-Funktion bekommt. Aber ich kann auch alle scoren, die quasi nur zwei von drei oder ein von drei Termen enthalten. Die kriegen dann halt wahrscheinlich geringere Scores. Also so eine Art implizite Relaxierung der Anfrage, indem man Terme weglässt. Und es gibt noch verschiedene Varianten der Spezialisierung, indem man beispielsweise sagt, naja, die meisten Nutzer wissen gar nicht, dass man etwa Phrasen durch Double Quotes highlighten könnte. Dann mache ich das eben automatisch. Das wäre der Prozess der sogenannten Query Segmentation, indem man fragt, was sind denn in der Anfrage bekannte Phrasen oder Konzepte, die sich aus mehr als einem Term aufbauen. Und die würde man dann automatisch sozusagen als Phrase auf Suchmaschinenseite behandeln und sagen, das soll so als Phrase im Ergebnis vorkommen.
Außerdem gibt es sowas wie Query Scoping, dass man eben automatisch versuchen könnte zu erkennen, ist das jetzt hier ein Teil der Anfrage, der besonders wichtig ist, im Titel zu matchen oder eher im Body des Dokuments, solche Geschichten. Und natürlich ein ganz großes Ding, Personalisierung, die eben hilft, basierend auf dem Nutzerprofil, also alles, was er jemals gesucht und geklickt hat und so weiter, zu sagen, naja, wenn dieser Nutzer den Begriff Architektur eingibt, meint er wahrscheinlich Softwarearchitektur und nicht Häuser bauen, so in diese Richtung. Also, dass man eben versucht, dann beispielsweise durch Personalisierung Mehrdeutigkeiten aufzulösen. Auch hier natürlich ganz klar entscheidend das eigentliche Log der Suchmaschine, in dem eben solche Nutzerprofile tatsächlich aufscheinen. Also wer hat was, wann, wie gesucht, geklickt und so weiter. Gucken wir uns nochmal dieses Expandieren ein bisschen genauer an, weil es tatsächlich interessant ist im Sinne von, wir hatten ja auf dem Textanalyse-Teil so ein bisschen darüber gesprochen, dass man im Prinzip stemmt und lemmatisiert beispielsweise, um auch Varianten der Anfrageterme matchen zu können. Eine andere Variante wäre dann hier zu sagen, und das hatten wir damals auch schon erwähnt, ich erweitere die Anfrage einfach um diese verwandten Formen eines Terms. Also im Prinzip die Grundidee bei Query Expansion ist, noch Terme mit dazu zu nehmen in einer etwas ausführlicheren Anfrage, indem man sie zum Beispiel mit einem OR dran packt und sagt, naja, Statistics OR Statistical OR Statistic. Also ich stemme gar nicht, sondern ich sage, ich schreibe einfach alle Varianten, die mir so als wichtig erachten, eines Terms in ihren nicht Grundform, sondern in ihren spezialisierten, ausformulierten Formen einfach mit an die Anfrage dran. Beispielsweise, indem ich sage, es könnte das, das oder das matchen. Was sind so typische Kandidaten dafür? Ja, man könnte beispielsweise Abkürzungen behandeln wollen. Und das könnte man wörterbuchbasiert machen, indem man eben sagt, für Abkürzungen schreibe ich einfach die lange Form nochmal hin. Also beispielsweise für Akronyme oder eben auch für Abkürzungen. Das grundsätzliche Problem, was man dabei hat, ist die Mehrdeutigkeit. Also schon sowas wie ST im Englischen, ST Punkt, das könnte Saint, also sowas wie St. Petersburg oder sowas heißen, oder auch Street in der Adresse. Also je nachdem ist es dann irgendwie schwierig zu erkennen, was es ist. Oder eben auch bei Akronymen, was meint man denn jetzt, wenn man ein dreibuchstabiges Akronym hat? Die meisten haben mehr als eine Bedeutung und dann ist es eben schwierig, die korrekte mit als Query Expansion hinzuschreiben. Da muss man eben erstmal disambiguieren und das ist schwierig. Oft heutzutage würde man dann eben auch von solchen sprachbasierten Assistenten beispielsweise erwarten, dass sie einfach zurückfragen und sagen, meinst du jetzt das, das oder das? Neben den Wörterbuchbasierten gibt es auch maschinelle Lernverfahren, die eben versuchen, aus der Dokumentsammlung, die eigentlich indiziert wird, also aus dem Korpus, was die Suchmaschine indiziert, zu lernen, was mögliche Abkürzungen sind, also um dann auch quasi den Zusammenhang Anfrage, Vokabular und Korpusvokabular besser herzustellen und dann eben auch maschinell lernmäßig versuchen zu erkennen, welche Anfragen sind denn die, wo man im Prinzip eine Langform benutzen könnte, um die Anfrage besser zu verstehen oder eben zu expandieren. Andere Kandidaten eben sowas wie Synonyme, Hypernyme oder Hyponyme, also Wörter, die irgendwie im Zusammenhang stehen. Da gibt es wörterbuchbasierte Varianten, die dann eben sagen, für einen bestimmten Term nehme ich erstmal Synonyme dazu oder eben ähnliche Terme, die man im Dictionary findet. Also da gibt es beispielsweise sowas wie WordNet oder so oder BabelNet als große Kollektion, die sagen, also dieses Ding hier ist Synonym für das in diesem oder jenem Zusammenhang. Das ist schon mal ein Problem, dass man den Zusammenhang braucht. Und auch so eine Frage, wie exakt ist denn jetzt eine Synonym- oder Hypernym-Hyponym-Beziehung? Also sowas wie, kann ich Computer durch Laptop ersetzen oder nicht? Kann ich Web durch Internet ersetzen oder nicht? Ist ja eigentlich für die meisten eben ein Unterschied. Also Web eben als die eigentliche Inhaltskomponente, also alle möglichen Dokumente und Links und sowas, und Internet eben als eher die Infrastrukturgeschichte, also Protokolle, Server, Kabel, Router und solche Geschichten. Das ist für viele Menschen tatsächlich ein Synonym, für andere dann aber eben gerade wieder nicht. Und dann gibt es natürlich auch da wieder mittlerweile maschinelle Lernverfahren, die sagen, beispielsweise Worteinbettungen, die man so berechnen könnte, gibt es mittlerweile auch hunderte verschiedene Verfahren, die man auf großen Kollektionen trainiert. Die berechnen oder helfen mir eben eine Wortähnlichkeit zu bestimmen, basierend auf diesen Einbettungen.
Und dann könnte man sagen, ich expandiere beispielsweise die Anfrage mit allen Wörtern, die über einem gewissen Ähnlichkeitsschwellwert liegen. Im Hinterkopf muss man behalten, dass oft so expandierte Anfragen, also zumindest in bestimmten Suchmaschinen, also beispielsweise auch in solchen eher wissenschaftsnahen, also noch prototypischen Suchbibliotheken, die können mal schnell dann 100, 150 Terme dazu addieren, indem sie eben einfach ein Ohr machen und sagen, okay, ich gewichte vielleicht auch noch so eine Expansion ein bisschen und sage hier, der Term, der ist nicht ganz so wichtig, ob der jetzt getroffen wird oder nicht. Und dann habe ich ein sehr feingranulares Gewichts- und Verknüpfungssystem mit OR und AND und solchen Geschichten. Wird eine Anfrage schon sehr schnell sehr komplex und eben dann nicht mehr direkt menschenlesbar, was eben dann auch ein Grund ist, warum man sie dem eigentlichen Nutzer vielleicht gar nicht mehr anzeigt. Ja, kleiner Exkurs nochmal, Unterschied Web, Internet. Wenn man sich den nicht merken kann, kann man sich vielleicht im Hinterkopf irgendwie diese Fotos hier versuchen zu behalten. Sir Tim Berners-Lee, er hat das Web quasi erfunden am CERN, hat also die Idee gehabt, so dieses Hyperlink-mäßige Verlinken von Dokumenten. Und das hier ist Winsurf, einer der Väter des Internet, der hat eben die beispielsweise Internetprotokolle schon in den 60er, 70er Jahren dann mitentwickelt und die tragen hier beide T-Shirts, wo eben draufsteht, okay, ich habe nicht das Internet erfunden, ich habe nicht das Web erfunden, sondern eben ich habe das Web erfunden, ich habe das Internet erfunden. Also aus Informatiksicht zwei unterschiedliche Begriffe. Viele Otto-Normalverbrauchende auf der Straße würden wahrscheinlich diesen Unterschied nicht so machen und sagen, ja, ich mache halt eine Internetsuche oder ich mache eine Websuche beispielsweise. Aber als Informatiker sollte man ein bisschen informierter sein und eben versuchen, die Begriffe tatsächlich auseinanderzuhalten. Jetzt hatten wir noch als weitere Komponente, die jetzt nicht logbasiert oder so funktioniert, also zumindest meistens nicht logbasiert gedacht ist, als queere Expansion gesagt, man könnte auch sogenanntes Relevanzfeedback einbauen. Da ist die Grundidee die, dass man im Prinzip mehrere Retrieval-Umläufe macht. Im Hinterkopf sollten gleich die Alarmglocken schrillen, oh, dann dauert das ja länger. Nutzende mögen es nicht, wenn es lange dauert. Aber manchmal kann man auch nur so ein initiales Retrieval machen, was relativ schnell vielleicht geht. Und wie funktioniert es? Na, im Prinzip würde man erstmal die normale Query des Nutzenden nehmen und sagen, ich retrieve mal die Ergebnisse. Und jetzt versucht man irgendwie in den topgerankten Ergebnissen festzustellen, welche sind relevant oder irrelevant von denen, die eigentlich retrieved worden sind. Wie man das genau feststellen kann, kommen wir gleich nochmal dazu. Versucht aus den relevanten eben Terme zu bestimmen, die man in die Anfrage mit reinnimmt und vielleicht aus den irrelevanten Termen zu bestimmen, wo man sagt, die sind nicht wichtig, da reduziere ich beispielsweise das Gewicht oder schließe die ganz aus Ergebnissen aus und dann packe ich die mit zur Anfrage dazu. Also entweder als positive Terme, die quasi jetzt ein größeres Gewicht bekommen oder beispielsweise auch als negative Terme, wo ich sage, die sollen nicht in den Treffern vorkommen. Und dann macht man den nächsten Retrieval ran und fängt quasi von vorne wieder an und man kann dann gucken, wie lange habe ich denn Zeit, diese Schleife sozusagen zu durchlaufen und was ist denn die Anfrage, die dabei rauskommt. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wie viele Terme packt man dazu? Auch da ist es so, manchmal können da 100 oder mehr Terme noch dazukommen in positiver oder negativer Form und die Anfrage wird dann also sehr komplex werden, in dem Sinne, dass man sie als Mensch nicht mehr so richtig schnell überblicken kann. Wie kann man das Relevanzfeedback denn jetzt eigentlich dann ausdenken, also es gibt verschiedene Fassungen, wie man sagt, welche sind denn jetzt relevante, irrelevante Dokumente. Das ist ja das eigentliche Relevanzfeedback da im zweiten Schritt sozusagen. Man kann es direkt machen und sagen, beispielsweise interpretiere ich alles als relevant, was der Nutzer anklickt, was er sich anguckt und habe dann quasi im nächsten Umlauf ein besseres Verständnis seiner Anfrage. Da muss ich also auch den zweiten Retrieval ran quasi nicht direkt schon machen, bevor ich dem Nutzer irgendwas anzeige. Man könnte also den Nutzer direkt fragen, was ist relevant oder nicht relevant. Man könnte ihn aber auch implizit einfach nur beobachten und sagen, das, worauf er klickt, ist, wenn er lange drauf verweilt hat, irgendwie relevant oder nicht. Es ist ein bisschen weniger übergriffig auf Nutzerseite. Also wenn man jetzt die Nutzenden immer fragen würde, ist das hier ein relevanter Treffer oder so, durch beispielsweise ein nerviges Pop-up oder so, fänden die bestimmt auch nicht so gut. Da also kann man das erste hier vielleicht eher Nutzerstudien machen. Das zweite hier kann man sozusagen aus Log-Beobachtung machen, ist dadurch ein bisschen praktikabler und skaliert vielleicht auch besser, ist aber vielleicht auch ein bisschen unschärfer, weil man eben beispielsweise das Problem hat, Klicks zu interpretieren. Und als dritte Fassung gibt es noch sogenannte Pseudorelevanz-Feedback, wo man einfach sagt, ich
mach's mir einfach. Ich will gar kein explizites oder implizites Relevanzfeedback vom Nutzer haben. Ich sage einfach, die ersten K-Treffer, die sind relevant. Ich habe ein gutes Retrieval-Modell, die sind relevant. Führt dann natürlich dazu, dass im zweiten Retrieval-Umlauf die Anfrage noch mehr in Richtung der ersten K-Treffer interpretiert wird und dann quasi eventuell wegdriftet von dem, was der Nutzer eigentlich im Kopf hatte, was er eigentlich wollte. So, jetzt haben wir also im Prinzip Nutzerinterface besprochen und als quasi Komponente, die wichtig auch beim Interpretieren der Anfrage ist, das ganze Log und die Query-Synthese. Jetzt ist so die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich auf Suchmaschinenseite mit dieser grauen Box? Also, was ist das eigentliche Retrieval? Naja, das Retrieval, können Sie sich wahrscheinlich schon denken, wird irgendwie den Index und die Statistiken benutzen, um repräsentierte Dokumente in irgendein Ranking zu bringen, basierend auf quasi Scores. Also hier angedeutet Ranking Dokument 1 vor 2 vor 3, weil eben der Score, den ich für Dokument 1 für die Anfrage ausrechne, 7,9 ist und damit größer als 6,8. Und was funktioniert jetzt genau wie? Naja, in dieser Retrieval-Komponente wird es eben dann eigentlich darum gehen, wie eine spezifische Suchmaschine Relevanz interpretiert, welches Retrieval-Modell sie benutzt. Und so ein Retrieval-Modell ist im Prinzip das, was bestimmt, eine gegebene Art Anfragen zu interpretieren, wie ranke ich denn jetzt Suchergebnisse für diese Anfragen um. Und das ist im Prinzip eines der Herzstücke einer Suchmaschine. Natürlich kann eine Suchmaschine auch schlecht ohne Index arbeiten, schlecht ohne Nutzerinterface arbeiten, schlecht ohne Crawling-Komponente arbeiten oder so. Irgendwie ist alles wichtig. Aber so aus der eigentlichen Retrieval-Sicht ist natürlich das Retrieval-Modell das Herzstück der Suchmaschine. Zumindest auf der Retrieval-Prozess-Seite. Auf der anderen Seite ist vielleicht der Index ein wichtiges Herzstück, was irgendwie generiert wird. Und so ein Retrieval-Modell ist im Prinzip eine Theorie, wie man Relevanz quantifizieren kann. Da hatten wir ja so ein bisschen in der Einleitung der Vorlesung schon drüber gesprochen, dass das im Prinzip mathematische Modelle sind, die irgendwie eine Idee umsetzen, was denn eigentlich jetzt Relevanz ist. Und deswegen kann man so ein Retrieval-Modell eben auch interpretieren als zumindest teilweise eine Funktion, die Dokumente und Anfragen repräsentiert und eben sagt, für diese Repräsentationen, in welche Reihenfolge bringe ich denn die Dokumente? Also beispielsweise sowas wie TF-IDF, da wäre halt die Grundidee, je häufiger Anfragetherme in einem Dokument vorkommen, desto besser, aber Terme sind dann wichtiger, wenn sie nicht in sehr, sehr vielen Dokumenten der Kollektion vorkommen, weil ich sie dann benutzen kann, um verschiedene Dokumente zu unterscheiden. Und da ist auch schon eine wichtige Komponente, die quasi beim Retrieval-Modell eben auch sehr wichtig ist. Kann man denn diese Teile der Repräsentation, also zumindest die Dokumentrepräsentation, so vorberechnen, dass man sie im Index speichern kann? Weil nur dann kann ich sie im Prinzip schnell durchsuchbar machen. Wenn ich jetzt, während ich die Anfrage verarbeite, für jedes Dokument erst irgendwie komplex die Repräsentationen bestimmen müsste und die Gewichte und so, dann wäre das irgendwie nicht so schick, wie wenn ich sie im Index einfach nachschlagen kann. Also die Grundidee, in den Index vorberechnete Gewichte reinschmeißen und dann aber natürlich on the fly, wenn eine Anfrage reinkommt, ein eigentliches Scoring durchführen, was aber idealerweise sehr einfach ist, also schnell berechnet werden kann für eben viele Dokumente. Die Hauptkomponenten dieser Retrieval-Komponente sind also sowas wie ein Document Scoring, also wie ist jetzt ein bestimmter Score für dieses Dokument gegeben, dieser Anfrage. Danach will ich sortieren und gegebenenfalls eine Verteilung dieses ganzen Prozesses, die im Hinterkopf mitschwingt, ein bisschen die Verteilung des Indexes natürlich auch mitdenken muss. Wie scoret man ein Dokument? Das ist im Prinzip der Schritt, der sagt, gegeben eine Anfrage, welche der indizierten Dokumente, also welche der Dinge, die ich in den Index gepackt habe, sind denn jetzt die relevantesten für diese Anfrage? Und da steckt meistens Mathematik dahinter, aber in einer ganz grundlegenden Form nicht besonders komplex erstmal. Man würde sagen, ich habe irgendwie Terme, ne, also die Indextherme und Terme, die ich eben auch in der Anfrage erkenne, indem ich sie beispielsweise analysiere und entweder sowas wie Stopping oder Stemming dann auch mitgemacht habe. Also ich habe ein Vokabular, wir hatten es Terminology genannt, also ein Vokabular von Indextermen und für
Diese Terme brauche ich Gewichtsfunktionen. Und zwar Gewichtsfunktionen einmal, wenn die Terme in Dokumenten oder in Anfragen vorkommen. Und die einfachste Scoring-Funktion, die man sich so vorstellen könnte, und dann soll man da auch sehen, was dann, warum, wie schnell funktioniert, wäre sowas, dass ich einfach sage, über alle Terme, die ich so kenne, rechne ich einfach mal das Termgewicht für die Anfrage mal das Termgewicht für das Dokument aus. Jetzt kann man sich schon überlegen, wenn ich das immer über alle Terme mache, na gut, das Vokabular ist meistens ziemlich groß, ist vielleicht nicht so geschickt. Vielleicht würde man es noch so ein bisschen einschränken und sagen, vielleicht mache ich es nicht über alle Terme, sondern erstmal nur über die Terme aus der Anfrage oder Terme, die für die Anfrage wichtig sind. Und wenn man sich diese Formel hier also anguckt, hat man zwei Gewichte, einmal das Termgewicht für eine Anfrage und das Termgewicht für ein Dokument. Und die sollen in gewisser Weise sagen, wie wichtig ist denn jetzt der Term für die Anfrage und wie wichtig ist er denn für das Dokument. Und als einfachste Scoring-Funktion können wir dann sagen, ich rechne jeweils das Produkt für jeden Term aus und summiere das auf. Und so ein Produkt ausrechnen geht schnell, eine Summe zu bilden geht schnell. Das, was wichtig ist, ist, diese Gewichte hier, die kann ich alle vorberechnen. Also die kann ich in dem Index speichern. Diese hier muss ich gegebenenfalls on the fly ausrechnen, aber vielleicht reduziere ich dann deswegen idealerweise diese Summe hier auf Terme, die irgendwas mit der Anfrage zu tun haben und nicht auf die 100.000 oder Millionen Terme, die ich überhaupt in meinem Vokabular habe. Mache das erstmal nur für die Terme, die in der Anfrage vorkommen oder vielleicht so 100 oder 1.000 noch verwandte Terme. Das geht dann schnell. Die hier muss ich on the fly ausrechnen, die kann ich nicht vorberechnen. Also ganz wichtig, das hier kann ich vorberechnen, das hier kann ich nicht vorberechnen. Die kann ich in den Index schmeißen, sollte ich auch tun, damit ich eben Zeit beim eigentlichen Anfrageverarbeiten spare. Was man auch eben beobachten kann, ist, wenn man sagt, ich mache es zumindest für Terme, die irgendwie was mit der Anfrage zu tun haben, selbst dann kann es Terme geben, die nicht direkt in der Anfrage vorkommen, aber ein von null verschiedenes Gewicht für die Anfrage haben. Also das hier muss nicht automatisch null sein für Terme, die nicht in der Anfrage vorkommen. Dann könnte ich die ja direkt aus der Summe auch weglassen, sondern es kann eben sein, dass beispielsweise ein Synonym auch ein von null verschiedenes Termgewicht bezüglich der Anfrage hat. Und deswegen muss man sagen, hier kann ich nicht einfach nur T aus Q nehmen, also Terme aus der Anfrage, sondern es kann wichtig sein, auch noch andere Terme mit dazu zu nehmen. Trotzdem wird es so sein, dass die meisten Terme natürlich aus dem Vokabular, also die überwiegende Mehrheit, fast alle Hunderttausende oder Millionen Terme hier im Prinzip sowas wie Null oder nahe Null stehen haben, sodass ich sie mehr oder weniger weglassen kann. Aber das ist dann Retrieval-Modell spezifisch, wie genau man diese Summierung hier interpretiert und eben auch Retrieval-Modell spezifisch, was genau diese Gewichtsfunktionen sind. Also was ist die Gewichtsfunktion bezüglich eines Dokuments für einen Term und was ist die Gewichtsfunktion bezüglich einer Anfrage für einen Term? Das kommt dann auf die eigentlichen Retrieval-Modelle an. Hier könnte man zum Beispiel sagen, ein Modell, was wir schon kennen, könnte sein, hierfür TF-IDF einzusetzen. Also zu sagen, das Gewicht eines Terms für ein Dokument bestimme ich dadurch, dass ich gucke, wie oft kommt der Term im Dokument vor und wie oft kommt er in der ganzen Kollektion vor, um dann eben hier beispielsweise TF-IDF auszurechnen. Und hier könnte man sagen, ganz einfach, das Gewicht ist immer dann 1, wenn der Term in der Anfrage vorkommt und immer dann 0, wenn er nicht vorkommt. Dann hätte ich ein ganz einfaches Retrieval-Modell, was eben TF-IDF basiert und ohne Gewichtung für die Terme in der Anfrage funktioniert. Und die TF-IDF-Gewichte habe ich alle im Index vorgespeichert, den Teil hier. Hier habe ich nur Nullen oder Einsen, je nachdem, ob es in der Anfrage vorkommt oder nicht, kann ich schnell bestimmen. Dann kann ich hier diese Summe eben schnell einfach nur über die Terme aus der Anfrage ausrechnen und bin ziemlich schnell fertig, damit zu scoren. Also das grundsätzlich als abstrakte Retrieval-Modell-Funktionalität zum Dokument-Scoren. Wir werden dann später in der Vorlesung natürlich die einzelnen Retrieval-Modelle noch ein bisschen spezifizieren und uns da genauer anschauen, wie sie das tatsächlich ausrechnen. Aber so die grundsätzliche Idee ist einfach, ich brauche Gewichte für Terme in Dokumenten und ich brauche Gewichte für Terme in Anfragen und möchte dann mehr oder weniger sowas wie ein Produkt verrechnen. Aber auch hier kann man sagen, diese, wie ich das zusammen kombiniere, also dass ich eine Summe über alles bilde und hier multipliziere oder so, auch das kann natürlich in verschiedenen Retrieval-Modellen unterschiedlich umgesetzt sein. Aber ganz grob könnte das eine allererste Art eines Retrieval-Modells sein, wie es Dokumente scoret. Um das dann tatsächlich zur Anfragezeit auch auszurechnen, brauche ich natürlich den Index. Also ich muss zumindest die Gewichte auf Dokumentseite bestimmen.
und aus dem Index holen. Und dafür gibt es verschiedene Strategien, wie ich mit dem Index umgehe. Im Prinzip gibt es zwei, die sich durchgesetzt haben, die aber quasi schlecht miteinander kombinierbar sind. Es gibt sowas, das heißt Document at a Time Scoring, Variante 1, und es gibt sowas wie Term at a Time Scoring, Variante 2. Und für beide gibt es verschiedene Arten, das Ganze noch zu optimieren, im Sinne von, naja, vielleicht will ich ja nicht 10 Minuten warten, bis ich irgendwie alles gescored habe, sondern ich möchte eher an den Nutzersuchergebnissen zurückliefern und deswegen eher stoppen. Kommen wir dann später in der Vorlesung auch nochmal im Detail dazu. Aber was ist der eigentliche Unterschied? Ja, im Prinzip bei Document at a Time Scoring gehe ich davon aus, dass ich in dem Index, in den Postlisten, Sie erinnern sich, Postliste war das, was so aus so kleinen Boxen quasi besteht. Jede Box ist so ein Posting und in so einem Posting steht im Prinzip drin, also die Postlisten sind für Terme organisiert, steht drin, Term X kommt im Dokument Y anstelle so und so vor und hat das Gewicht. Also das ist so der Indexaufbau. Und man könnte sich jetzt vorstellen, dass diese Postlisten für jeden Term irgendwie gleichartig sortiert sind. Also dass die Dokumente beispielsweise eine ID beim Crawling bekommen haben und die sind jetzt immer aufsteigend in den Postlisten sortiert. Also die Dokumente, die einen Term enthalten oder eben einen Postlisteneintrag für einen Term haben. Eine bisschen intelligentere Variante könnte sein, nicht nach dem Crawling-Zeitpunkt die ID zu vergeben, sondern zu sagen, ich sortiere nach Dokumentqualität, also sowas wie PageRank etwa oder so, also was ich quasi auch offline vorberechnen kann. Sodass eben jeder Postliste das Dokument mit dem höchsten PageRank ganz vorne steht und das mit dem zweithöchsten aus der Postliste dann auf Rang 2 und so weiter. Dann hat man also eine Art, alle Postlisten gleichartig zu sortieren. Und wenn ich jetzt Document at a Time Scoring mache, gehe ich durch die Postlisten der Terme durch, die quasi in der Anfrage stehen oder eben verwandt zur Anfrage sind, beispielsweise Synonyme, und gucke für die jeweilige Dokument-ID, auf die ich da zeige, ob das die gleiche ist und berechne in dem Moment dann den Score für ein Dokument, was beispielsweise in allen Postlisten gerade gematcht wird, oder ich sage, es reicht mir, wenn ich 80% der Postlisten matche oder so. Und score in jedem Scoring-Schritt ein Dokument. Das heißt, für jedes Dokument, was ich gescored habe, weiß ich sofort, was der finale Score des Dokuments ist. Aber ich habe nicht wirklich eine Idee, wann ich denn die besten 10 beispielsweise gefunden habe. Also das weiß ich dann erst ganz am Ende. Und ein Problem, je länger die Anfrage ist, desto mehr Disk.io muss ich machen, weil ich dann eben mich durch diese einzelnen Postlisten sozusagen durchhangle. Nach und nach, weil ich immer ein Dokument pro Schritt score. Und am Ende habe ich dann eben das Ranking. Man kann natürlich auch hier versuchen, möglichst zeitig abzubrechen und zu sagen, naja, wenn ich schon mal 100 Dokumente gefunden habe, die die Anfrage matchen, dann zeige ich einfach die besten 10 davon an oder sowas. Das wäre aber relativ unsicher, weil ich eben nicht weiß, ob nicht weiterhin in den Postlisten dann erst die besten Treffer kommen. Eine andere Art, ist dann Term at a Time Scoring, wo ich eben sage, ich gehe die Postlisten nacheinander durch, indem ich beispielsweise sage, ich nehme erst die, wo mein Query-Term-Gewichtsmaß mir sagt, das ist der wichtigste Term der Anfrage oder so. Oder ich nehme zuerst die kürzeste Postliste oder so und gehe die durch und habe immer so eine Liste von Kandidaten, von Ausgabekandidatendokumenten, also quasi eine Query-Postliste, wo dann Einträge drinstehen, Dokument X hat im Moment Gewicht Z bekommen. Das Gewicht kann sich aber noch ändern, weil ich ja im nächsten Schritt den nächsten Term dazu nehme und frage, kommt Term, den ich jetzt dazu genommen habe, in dem Dokument vor oder nicht? Wenn er vorkommt, kann er den Score vergrößern. Wenn er nicht vorkommt, wird er ihn wahrscheinlich nicht vergrößern. Und das heißt, nach jedem Term habe ich eine Idee, wie mein Ranking gerade aussieht, bezogen auf die ersten Terme, die ich eben ausgewertet habe. Und ich könnte sagen, wenn ich die Terme nach Wichtigkeit auswerte, dann mache ich einfach nach den ersten drei Schluss, weil die Zeit abgelaufen ist. Und ich habe halt jetzt danach gescored, alle Dokumente danach gescored, wie sie für die ersten drei wichtigsten Terme Dokumente ranken würden. Ich kann zwischendrin immer einfach sagen, das Zwischenranking sieht jetzt so aus, ist natürlich auch unsicher, ob das das finale Ranking sein wird, aber ich bin mir ein bisschen sicherer, vielleicht zwischendrin abzubrechen, weil ich einfach sage, ich habe ja die wichtigsten Terme schon als erste genommen. Was ich natürlich brauche, ist ein bisschen mehr Speicher, weil ich eben diese Zwischenkandidatenliste immer vorhalten muss
Und ja, zwischen verschiedenen Schritten wird sich immer für die meisten Dokumente der Score auch nochmal ändern. Jetzt sieht man, das kann man beides schlecht miteinander kombinieren. Also Document at a Time, entweder mache ich immer Document at a Time für eine Anfrage oder immer Term at a Time für eine Anfrage. Ich kann natürlich für manche Anfragen das, für manche jenes machen, aber für eine spezifische Anfrage selbst kann ich nicht beide Sachen kombinieren. Kommen wir auch später in der Vorlesung nochmal ein bisschen genauer dazu. Was man im Hinterkopf merken sollte, ist eben, bei Document at a Time gehe ich dokumentweise durch und habe nach jedem Scoring-Schritt ein Dokument mehr, was ich fertig gescored habe. Bei Term at a Time gehe ich termweise durch und habe nach jedem größeren Scoring-Schritt eben einen Term mehr benutzt, um Dokumentgewichte auszurechnen und bin eben gegebenenfalls näher an meinem finalen Ergebnis. Insgesamt sind beide aufwendig, aufwendigkeitsmäßig gesehen gleich aufwendig. Also ich lese im Prinzip mit beiden genau die gleichen Postlisteneinträge, aber ich lese sie in unterschiedlichen Reihenfolgen und benutze sie in unterschiedlichen Reihenfolgen. Am Ende brauche ich auch, egal ob ich Document at a Time oder Term at a Time mache, natürlich auch irgendwie eine Verteilungskomponente. Wenn der Index schon verteilt vorliegt, muss ich natürlich auch das eigentliche Retrieval verteilt machen. Bietet sich dann an, eben zu sagen, auf den verschiedenen Index-Charts, die ich habe, lasse ich dann jeweils dieses Scoring dann parallel ablaufen. Und dafür brauche ich noch sowas, das nennt sich dann Query Broker oder eben Load Balancer, der eben sagt, welcher Chart oder beziehungsweise welches Replikat, welches Charts denn jetzt für die Verarbeitung von einer spezifischen Anfrage dann angefragt wird. Und am Ende wird der Broker dann auch die Ergebnisse mischen, die er, angenommen, ich habe jetzt 10 Charts in meinem Index, und dann jeden dreimal repliziert, dann wähle ich für jeden dieser 10 Charts ein Replikat aus als Query Broker, das angesprochen wird, bekomme dann am Ende also 10 Teilergebnisse zurück und die muss ich dann zu einem Endergebnis mischen. Und beim Verteilen auch noch ganz wichtig, also einmal brauche ich so eine Query Broker Strategie, zum anderen, um das Ganze wieder alles ein bisschen zu beschleunigen. Nicht nur beim Verteilen, aber auch gerade beim Verteilen wichtig, eine Caching-Strategie. Also zum Beispiel auf Seiten des Brokers bestimmte wichtige Anfrageergebnisse einfach mal zu cachen und zu sagen, naja, es wird sich schon in den nächsten 2 Stunden nicht ändern. Also wenn ich die Anfrage wieder sehe, dann hole ich die Ergebnisse einfach aus meinem Cache, den ich lokal habe für die Anfrage und frage nicht die einzelnen Charts wieder an. Aber eben auch auf Chartseite wichtig zu fragen, welche Postlisten halte ich denn beispielsweise im schnelleren Cache vor? Oder welche Teile von Postlisten halte ich im schnelleren Cache vor? Manchmal auch beispielsweise sowas wie, ich habe zwar 10 Indexcharts, aber für jeden Indexchart weiß ich auch noch, welche sind denn die allerwichtigsten Dokumente. Habe ich vielleicht einen kleineren und damit deutlich schnelleren Index, den ich im Hauptspeicher vorhalten kann, nur für die wichtigsten 10% der Dokumente oder so. Dann könnte ich manchmal versuchen, Ergebnisse einfach eher auszuliefern, wenn ich schon auf diesen wichtigen Dokumenten viele Treffer finde. Und dann eben auch bei so einer Caching-Strategie noch alles mitdenken, was so an Cache-Hierarchie existiert, vom eigentlichen Betriebssystem hin bis zu den eigentlichen Hardware-Caches, die dann nah am Prozessor liegen oder so. Die sollte man möglichst gut spielen. Hintergrund ist der, alles, was ich im Hauptspeicher habe, ist natürlich deutlich langsamer zugreifbar als das, was ich im Cache liegen habe. Der Index sollte im Hauptspeicher liegen, langsamer ist schlecht. Also eigentlich will ich so viel Hauptspeicher haben, wie ich Index habe, aber wichtige Teile halte ich dann eben noch näher an der CPU vor und bin damit geschwindigkeitsmäßig noch ein bisschen im Vorteil. Das ist so die Grundidee beim Verteilen, aber selbst wenn ich eben nicht verteile und eine kleine Suchmaschine beispielsweise nur für meine E-Mails aufsetze, auch da muss man eine Caching-Strategie mitdenken, um eben zu sagen, manche Suchergebnisse, die habe ich jetzt gesehen in den letzten 3 Jahren, du suchst ständig diese E-Mails, das halte ich einfach mal bei mir im Cache vor und muss nicht erst wieder das ganze Retrieval anschmeißen. Gut, aber auch da werden wir im Detail nochmal dann später im spezialisierten Abschnitt der Vorlesung zu kommen und haben jetzt hiermit im Prinzip schon mal so einen Überblick gewonnen, wie eigentlich der tatsächliche Anfrageprozess oder Retrieval-Prozess läuft, der eben nicht dieser Indexing-Prozess ist, sondern eben dann den Index benutzt und eben auch noch selber ein bisschen Datum anlegt, nämlich das eigentliche Log, was nebenbei mitprotokolliert wird, während irgendwer mit der Suchmaschine interagiert. So viel zum Retrieval-Prozess. Im nächsten Screencast werden wir uns dann noch dem Evaluieren widmen und sind dann im Prinzip mit der Architektur und damit dann auch mit der Einleitung zu Suchmaschinen fertig. Danke.